Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk und heute geht es um die spannende Frage, wo bleibt eigentlich die Alpha 3.18? Wo steckt sie? Wo ist sie hin? Wer hat sie gesehen? Und wer kann sie vielleicht wieder herbringen? Ihr könnt mal eure Sicht dazu gerne in die Kommentare schreiben. Ich will heute im Let's Talk so ein bisschen darüber philosophieren und so ein bisschen quatschen, wo sie bleibt, woran es liegt, dass sie vielleicht noch nicht da ist wann wir mit ihr vielleicht rechnen können demnächst. Also lasst gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen-Themen interessiert. Und ich steige einfach mal damit ein, dass die 3.18, darüber haben wir schon mal gesprochen, natürlich ein wirklich gewaltiger Patch ist. Ein absurd gewaltiger Patch, wenn ich das mal so sagen darf. Und ich weiß, der ein oder andere sieht es vielleicht ein bisschen anders, aber ich will euch mal kurz erklären, warum ich das so sehe und warum das auch meiner Meinung nach nicht nur eine Meinung ist, sondern eine Tatsache ist. Wir haben im Prinzip, wir müssen so ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Wir hatten früher, wer noch länger schon dabei ist, der weiß das, wir hatten früher die Alpha 2. irgendwas bis zur 2.6 und das war so eine Art Mini-PU, kann man dazu sagen. Das heißt, wir hatten Port Olisar, wir hatten keine begehbaren Planeten, wir hatten die Monde, wo man aber auch nicht runter konnte. Und es gab noch diese Tankstation, ich habe schon Namen wieder vergessen. Wir hatten diese Scan-Stationen mit Tessa und das Asteroidenfeld und so, eben so ein kleines Mini-PU. Das war so die erste richtige spielbare Umgebung, kann man sagen, wo man seine Schiffe rausholen konnte und wo man eben dann auch seine Quests machen konnte. Und das Interessante ist, mal so ein bisschen als kleiner Refresh auch nochmal für alle, die später reingekommen sind, damals gab es im Prinzip nur eine Kurzzeitpersistenz. Das heißt, sobald du ausgelockt hast, war dein Charakter, also waren die ganzen Fortschritte wieder weg. Also Quests, die du gemacht hast, es gab dann keine Folgequests oder sowas, du hast auch keinen Ruf gesammelt, das hat alles nicht existiert. Das war im Prinzip auch der Stand bis Ende 2017. Und sie haben im Hintergrund dann rumgewurschtelt und haben irgendwie versucht, die Alpha 3.0 rauszukriegen, die dann so ein großer Meilenstein hätte werden sollen eigentlich. So, die Alpha 3.0 kam dann Ende 2017, Anfang 2018 war sie noch irgendwann auf dem Live-Server drauf und hat dann allerdings zum einen natürlich das alte PU, dieses Mini-PU abgelöst. Wir hatten also dann eben das richtige PU, was wir auch heute haben tatsächlich. Natürlich noch eine ganze Ecke kleiner, aber im Grunde genommen hatten wir dann das Spiel bekommen, was wir auch heute noch spielen. Das heißt, wir hatten eine gewisse Persistenz im Spiel, die sich mehr oder weniger gespeichert hat von Patch zu Patch. Also wir hatten dann quasi nicht mehr eine Tagespersistenz, sondern wir hatten eine Patch-Persistenz. Also das heißt, alle Fortschritte, die man sich erspielt hat, Ingame-Geld, Waffen, Rüstungen, Quest-Fortschritte oder was auch immer, die man gemacht hat, auch zerstörte Schiffe beispielsweise oder ähnliches, die waren so lange persistent, bis ein neuer Patch gekommen ist. Also das, was ich in 3.0 gemacht habe, war bis zum Release der 3.1 persistent und war verfügbar. Die 3.0 hat aber zwei ganz, 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 ganz gravierende Probleme, an denen wir bis heute noch knabbern sozusagen oder vor allem an denen CRG bis heute noch knabbert. Nämlich zum einen war die Alpha 3.0 vorsichtig gesagt, ein zusammengewurschelter Patch. Man hat irgendwie versucht, mit dem, was man hatte, das Ding quasi rauszuprügeln, weil man einfach nicht mehr sehen konnte, wie der Bart von Jared Huckabee immer länger und länger wurde. Heißt nur Spaß, aber im Prinzip, man hat es wirklich so zusammengekleistert. Irgendwie, Hauptsache es klappt. Sie haben ganz viele Menüs und Interfaces, im Prinzip alles mit Flash gebaut, was katastrophal ist. Und sie haben eine Datenbank darunter gelegt, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt, worauf ich auch hinaus will, eine Datenbank darunter gelegt, die auf seltsame Weise die Dinge miteinander verbindet. Und diese Verbindungen, ich mache mal ein dummes Beispiel, das muss jetzt nicht so genau so im Spiel sein, aber nur, dass ihr es euch mal vorstellen könnt, sie binden nicht etwa eine Pistole an die Rüstung des Charakters, sondern sie binden die an das Mobiglas und an die Location und an das, an das Raumschiff dran und so. Also das heißt, die Objekte, die im Spiel vorhanden sind, egal welche das sind, die sind nicht logisch miteinander verbunden, so wie es eigentlich sich gehört, sondern die sind so reingewurschtelt. Es gibt manche Items, die sind sehr, sehr sinnvoll verbunden, durchaus, und das sind auch meistens die, die bugfrei funktionieren, aber es gibt eben viele Sachen, die sind ganz komisch. Ein gutes Beispiel hatten wir mal vor ein paar Jahren mit dem Clasher Gefängnis, wo ein Entwickler mal aufgezeigt hat,
was das eigentlich für ein Spaghetti-Code ist, den sie da haben, weil sie nämlich dieses komische Multitool, was ja auch aktuell wieder häufig fehlt, wenn man in den Knast kommt, wie sie das eben nicht normal angebunden haben an den Charakter, sondern sie haben das an das Clasher-Gefängnis angebunden und irgendwie mit anderen Sachen noch verwurschtelt und mit dem Undersuit. Naja, das meine ich halt mit diesen Zusammenkleistern. Also das, was man braucht, das nehmen die quasi oder haben sie genommen, wurscheln das zusammen und dann Hauptsache, es funktioniert irgendwie. Und sie haben dann Seite 3.0 im Prinzip mit jedem Patch eine ganz neue Codebasis immer wieder gebaut. Also sie haben quasi das genommen, was sie hatten, haben das verändert, gestreckt und gedehnt, haben da neue Sachen reingewurschtelt, andere Sachen raus und haben dann versucht, diese ganzen Probleme zu fixen. Also sich irgendwie durchgewurschtelt bis heute, um daraus eine spielbare Version zu machen. Das ist jetzt keine böse Kritik gegen CRG, nicht falsch verstehen. Das ist tatsächlich etwas, man kann darüber streiten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber Tatsache ist, wir haben ja ein spielbares Spiel trotzdem gehabt. Mal mehr, mal weniger gut, aber das ist ja nicht Standard. Normalerweise, bei anderen Spielen, wird so eine Version, wie sie sie hier dann zusammengekleistert haben, gar nicht gebaut. Das macht gar keinen Sinn, denn die Entwickler, die haben ihre eigenen Game Dev Branches, also ihre eigenen Versionen von einer ja, in-Engine gerenderten Welt, wo sie Sachen testen können, wo sie neue Sachen bauen können. Also die brauchen gar nicht normalerweise in einem normalen Game Studio so eine komplett spielbare Version von dessen, was da ist, sondern sie haben immer nur ja, quasi Teile, die wurscheln sie rein, gucken kurz, okay, passt. Hier ist ein Fehler, können wir noch bereinigen, neues Feature rein, zack. Das ist eine ganz andere Entwicklungsumgebung dann quasi, die dann da auftritt. Aber bei Star Citizen will man ja gerne den Leuten, die das Spiel finanzieren, also uns, was bieten, was funktioniert, wo wir Spaß haben können und so weiter und so fort. Und deswegen ist das so eben zustande gekommen. Das zweite Problem ist, dass sie im Prinzip diese ganzen technischen Probleme nie überwunden haben, weil sie nie an die Basis dessen gegangen sind, wo diese Probleme herkommen. Und die Frage, wo diese Probleme herkommen, um die geht's jetzt. Denn es liegt eben exakt an dieser Datenbank, die dem Ganzen zugrunde liegt und an diesem Code-Wirrwarr, was damit am Ende gemacht wird. Denn das Ziel von Star Citizen ist ja nicht etwa sowas wie in WoW, wo ich einfach Instanzierungen habe und wo ich sage, es gibt irgendwelche Ladescreens dazwischen und es gibt irgendwelche Instanzen, wo ich rein und rausgehen kann oder ich habe irgendwelche Phasings und so weiter, sondern ich will ja eine komplett persistente, frei begehbare, echte Spielwelt haben, sozusagen, die für sich funktioniert. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Mit Alpha 3.18 bekommen wir aber im Grunde genommen die Basis genau dafür. Denn mit der 3.18 bauen sie ja eine neue Datenbank ein. Also die alte Datenbank, von der ich gerade gesprochen habe, die so komisch Dinge verbindet, die in verschiedenen Schubladen ihren Kram ablegt, die fliegt komplett raus. Die ist dann für immer weg. Das heißt, wir haben ein ganz großes Übel, was wir seit 5 Jahren mittlerweile mit uns rumschleppen, endlich weg. Und stattdessen bekommen wir eine Graphendatenbank, die von Grund auf neu strukturiert ist, die von Grund auf logisch die Dinge miteinander verbindet, sodass dann, aller Voraussicht nach, alle oder sagen wir fast alle Probleme, die mit seltsamen Verbindungen zusammenhängen, einfach weg sind. Einfach so. Sie brauchen gar kein Bugfixing mehr machen an dieser Stelle, weil die Datenbank so sortiert und so strukturiert ist, dass es funktioniert. Also da hatten wir schon mal das Beispiel gemacht. Die Waffe wird nicht mehr an die Location gebunden und an das Schiff und an irgendwelche anderen komischen Dinge, sondern der Spieler ist eine Entität und an der Entität hängen andere Entitäten dran. Die sind direkt mit verbunden, grafisch. Ja? Zum Beispiel der Undersuit. Ja? Und an dem Undersuit, der hat bestimmte Slots, das sind also auch wieder Entitäten angedockt, zum Beispiel die Rüstungen. Und die Waffen werden, oder auch andere Dinge, Multitool, Traktorstrahl, Medic Gun, pipapo, wird alles darauf aufbauend dort angedockt. Und dieser gesamte Part Spieler, inklusive aller Entitäten, die an ihm dranhängen, das ist quasi wie ein komplettes Objekt, was ich mit einem Mal verschieben kann. Also wenn ich zum Beispiel in ein Raumschiff reingehe und mich in einen Stuhl reinsetze, dann docke ich quasi diesen gesamten Part mit einem Mal an das Raumschiff an. Das heißt, die übergeordnete Entität wäre dann das Schiff und beinhaltet automatisch alles, was darunter hängt, also auch mich, meine Items, plus andere Spieler. Und es ist nichts miteinander komisch verbunden. Das heißt, der andere Spieler, der neben mir im Cockpit sitzt, der hat keine Verbindung zu mir, sondern der hat eine Verbindung zum Schiff. Und das Schiff verbindet dann letztendlich mich und den anderen. Und das ist dann so eine Baumstruktur, kann man vielleicht sagen. Es ist schwierig, das irgendwie mal einfach zu erklären, aber
sagen wir einfach, alleine nur diese neue Datenbank müsste extrem viele Probleme lösen, die wir schon eine ganze Zeit lang haben. Angefangen bei Items, die einfach plötzlich weg sind, weil die Verbindungen halt weggebrochen sind, wo sie vorher dran klebten. Oder weil das irgendwie ja einfach nicht richtig gespeichert wurde, nicht richtig persistent war. Zum anderen auch viele, viele andere Probleme, die einfach zu Verlangsamungen führen. Wenn nämlich das System immer wieder gucken muss, wo ist denn jetzt hier eigentlich was, dann dauert das natürlich länger, als wenn es eine klare Struktur, eine klare Linie gibt, an der sich das System langhangelt und die ganzen Sachen durchhakelt und sagt, okay, das ist da, das ist da, das ist da, fertig. So. Und das ist auch der Grund, warum die 3.18 wahrscheinlich länger im PTU bleiben wird und vermutlich eben auch eine Ecke länger dauert, insgesamt zu entwickeln, als vorherige Patches. Das ist eine kleine, Olaf Scholz würde sagen, eine kleine Zeitenwende, aber es stimmt eigentlich, denn anstatt, dass sie jetzt den nächsten Patch auf der Basis der alten Codes machen, kommt halt eine neue Basis, neue Datenbank. Und naja, das ist, ich denke mal, es sollte einleuchtend sein, dass das ein Hauptgrund dafür ist, warum wir die 3.18 noch immer nicht haben. Der ursprüngliche Plan war ja der, dass sie die 3.17.2 als einen Zwischenpatch, als einen Content-Patch liefern wollten. Ich glaube im Juni, oder? Was? Anfang Juli. Und dann quasi Ende Juli oder Anfang August mit 3.18 starten wollten. Offensichtlich hat das aber nicht gut geklappt, wie wir ja wissen. Die 3.17.2 kam viel, viel später. Die 3.18 lässt noch weiter auf sich warten. Ich komme gleich noch auf einen anderen Punkt. Und deswegen ist der Patch heute noch nicht da. So, das wäre also das Thema Datenbank. Der zweite Punkt, der ebenfalls genauso eine Zeitenwende ist, ist tatsächlich das Thema Persistent Entity Streaming. Darüber haben wir ja im letzten News-Video schon gesprochen. Da hat ja CRG seinen PES-Report gemacht. Und auch da haben wir extrem viele neue Dinge, die viel, viel größer sind als jedes Gameplay-Feature, was wir bisher hatten. Größer als ein ganzer Planet mit Monden, der reinkommt. Denn das sind ja nur Assets, das ist ja jetzt kein, das ist rein von der Entwicklungsdauer her überhaupt gar nicht so eine große Geschichte. Das Persistent Entity Streaming arbeitet nämlich genau mit dieser neuen Datenbank zusammen, deswegen muss auch eigentlich beides zusammenkommen. Theoretisch, ich komme gleich nochmal auf einen anderen Punkt, aber es hängt ja schon zusammen, denn wie ich gerade sagte, in der Datenbank, in der neuen, sind halt Entitäten drin, die miteinander verbunden sind und zu einem Entitätsbaum werden, die also zusammenhängen und als ein großes Objekt gestreamt werden können. Und da kommt eben das Persistent Entity Streaming rein. Das kann gar nicht mit der alten Datenbank funktionieren, weil da müsste das PES ja ständig überall alles sich zusammenwurscheln und die ganzen Verbindungen, die auch noch teilweise unnötig sind, mitziehen, weil das hängt ja alles zusammen. Mit der neuen Datenbank ist es viel einfacher. Das Persistent Entity Streaming nimmt sich quasi den Spieler mit den Rüstungen, mit den Waffen und so weiter und so fort und streamt diese ganzen Daten einfach inklusive Raumschiff und so weiter von A nach B rüber. Das ist ein Vorgang quasi, der direkt abgehakt wird und dann geht das. Das ist performant, das ist effizient, das ist super. Und weil das Persistent Entity Streaming aber quasi das mit allen Dateien macht, mit allen Objekten, mit allem, was es im Spiel gibt, ist es natürlich auch eine Sache, die da habe ich auch kurz drüber gesprochen im Newsvideo, die viele Sachen berührt, also wahrscheinlich alles im Spiel berührt. Also auch die Datenbank berührt ja alles, aber das PES natürlich auch. Also wir haben zwei gigantische technische Systeme in 3.18 drin, die alles im Spiel komplett anfassen und damit zusammenhängen und insofern auch zusammenarbeiten müssen. Und deswegen gibt es eben dadurch auch logischerweise viele Probleme. Ja, wenn ich also jedes System im Spiel berühre, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann Fehler auftritt, weil es was Neues ist, entsprechend wesentlich höher, als wenn ich nur Kleinigkeiten am Code verändere, was Neues hinzufüge und den Rest so lasse, wie es ist, so wie es bisher der Fall war. So, wie ist da jetzt der Stand? Nun, das PES ist in Arbeit, es ist mittlerweile eigentlich in einem Bugfixing-Zustand, also wahrscheinlich könnten sie es jetzt schon, wenn sie wollen, raushauen. Also rein theoretisch, glaube ich, gibt es eigentlich keinen relevanten Grund, abgesehen von einem, dazu komme ich gleich, das noch zurückzuhalten. Sie sind soweit durch. Also die Graphendatenbank steht, die Objekte sind bereits konvertiert, die ganzen Services, die da für in Frage kommen, also das sind solche Cloud-Services, die dann extern laufen und dann das Ganze füttern und dafür Sorge tragen, dass es läuft, die sind auch entwickelt, die sind auch schon im Prinzip größtenteils da. Und theoretisch läuft's, aber es wird natürlich ein großes Problem geben, wenn sie es jetzt auf den PTU bringen, denn sie haben, wie wir wissen, einige Probleme.
Sie haben einige Bugs, einige schwerwiegende Bugs noch, die gelöst werden müssen. Die werden sie auch lösen, sind sie auch zuversichtlich, dass das relativ gut klappt, die aber auch gar nicht vermeidbar sind. Und wenn sie jetzt sagen würden, wir hauen das jetzt auf dem PTU raus, dann haben wir das große Problem, dann mischen sich nämlich diese schwerwiegenden Bugs, die sie jetzt schon intern haben, mit den ganzen anderen eventuellen Bugs, die dann hinzukommen, wenn hunderte oder sogar tausende Leute diese neuen Features in einem Servernetzwerk nutzen. Ja, denn es macht einen großen Unterschied, ob auf meinem Rechner im Client irgendeine neue Technik läuft und da ein paar Fehler auftreten, dann kann ich die recht leicht finden. Aber wenn halt mehrere Leute über einen Server connecten und dann dieses Feature oder diese Features testen und nutzen, dann tun sich da ganz andere Gräben auf, die man dann wieder fixen muss. Das heißt, es macht durchaus Sinn, erstmal zu sagen, wir lösen erstmal die internen Probleme, die wir haben. Und wenn wir die gelöst haben oder weitestgehend gelöst haben, wenn es nur noch Kleinigkeiten sind, die noch übrig bleiben, dann geben wir es in den PTU für die Evocatis. Dann gibt es dann ein paar hundert Leute vielleicht, die das weiter testen in einem Servernetzwerk. Dann werden sie das wieder fixen, was dann aufkommt. Dann kommt Wave 1, wird wieder gefixt, Wave 2 wird wieder gefixt und so weiter. Und dann kommt der ganze Spaß live. Das klingt jetzt ein bisschen langwieriger und ein bisschen in die Länge gezogen, als es wirklich ist. Es ist ein normaler Entwicklungsfortlauf, dass ich eben erstmal in einem kleinen Format teste und mich dann langsam nach draußen wage, mich das Ganze höher skaliere, das Ganze größer mache, um einfach die Randprobleme, die ganzen Sachen, die dann auftreten, zu finden und dann fixen zu können. Das machen alle Firmen so, das ist also jetzt nichts, was CRG irgendwie auszeichnet, dass sie da irgendwie besonders lange brauchen würden oder so. Zumal man auch sagen muss, es gibt eigentlich keine Spielefirma auf der Welt, die eine Graphendatenbank benutzt. Das liegt auch eigentlich auf der Hand. Für die meisten reicht eine normale Datenbank vollkommen aus. Die meisten Spiele, die brauchen das nicht. Die haben nicht den Anspruch, wie das CRG hat, dass man diese volle Persistenz hat. Ich meine, in welchem MMO kann man das denn machen, was da geplant ist bei Star Citizen? In keinem. In wirklich keinem. Gut, bei Dual Universe gibt es auch ein bisschen coole Technik, aber da haben sie auch zig Jahre lang dran entwickelt. Und das sei ihnen auch gegönnt, aber Dual Universe zum Beispiel hat dafür im Prinzip keinen Content. Ja, es ist ein reines Technikgerüst, was cool ist, was echt nice ist. Die haben ja auch eine Art von Server-Meshing, aber sie haben halt nur das. Und CRG will ja ein richtiges Spiel bauen mit NPCs, mit Story, mit Handcrafted-Kram und. Da ist dann nochmal ein bisschen mehr dahinter. Insofern ist das jetzt gar nicht mal so ungewöhnlich. So. Dann stellt sich halt die Frage, wann kann denn dann die 3.18 jetzt kommen? Also rein theoretisch könnte 3.18 jederzeit in den Evocati PTU gehen. Da spricht wie gesagt nichts dagegen. Tatsache ist, wir wissen nicht genau, inwieweit jetzt diese Probleme noch intern vorliegen. Wir wissen nicht, wie sie damit vorangekommen sind. Wir wissen nur, dass sie auf jeden Fall diese Probleme erstmal lösen wollen. Das heißt, wenn sie damit gut vorankommen, sagen wir mal, wenn sie diese Woche 5 von 10 wichtigen Problemen lösen und nächste Woche auch, dann könnte nächste Woche der Evocati PTU starten. Wenn sie es nicht schaffen, dann halt erst übernächste Woche. Und wenn sie besonders schnell sind oder Glück haben, dann kann er sogar noch jetzt diese Woche starten. So genau wissen wir es nicht. Die offizielle Angabe ist erstmal, dass sie gesagt haben, Ende September. Wird sich zeigen. Ja, also man kann das schwer abschätzen. Sie sind auf jeden Fall auf der Zielgeraden. Und unsere Aufgabe ist es jetzt einfach mal ein bisschen Geduld zu haben und CRG die Zeit zu geben, diesen Patch so hinzukriegen, diese neuen Techniken so hinzubekommen, dass sie die auch vernünftig ins PTU bringen können. Weil es bringt ja nichts, wenn sie jetzt wieder überhasten und schnell oder so. Das lohnt sich einfach nicht. Am Ende haben sie dann mehr Arbeit und müssen dann viel, viel mehr Leistung reinstecken, als wenn sie es jetzt einmal ordentlich machen. Und sind wir ehrlich, wir wollen ja auch, ich jedenfalls will das, dass sie es ordentlich machen, denn diese Basis, die jetzt geschaffen wird, also die neue Graphendatenbank und das Streaming, das ist die Basis, das ist das Grundgerüst für das, was dann darauf noch kommt, nämlich das Server-Meshing später, wo man dann wieder ganz viel umstrukturiert, aber eben diese Basis hat, auf der man aufbauen kann. Was mit der alten nicht geht. Mit der alten Basis kann man kein Server-Meshing machen, funktioniert gar nicht. Ne? Und wenn man das weiß und sich darüber im Klaren ist, dass diese ganze Technik, die jetzt sozusagen gemacht wurde und jetzt dabei ist, online zu gehen, denn genau da sind wir sind bei den letzten 95% davon, dann glaube ich, ist es auch fair zu sagen, okay, lass sie machen, die machen das, gebt ihnen die Zeit und wenn es da ist, ist es da. In dem Fall muss man es wirklich so sagen, weil wir sind alle keine Entwickler, stecken alle nicht drin und ich denke mal, es macht wirklich Sinn, dass sie es wirklich ordentlich machen und dann darauf aufbauen können.
Was ein spannender Punkt sein dürfte, ist auch der neue Login-Flow. Es sind noch viel, viel mehr Sachen. Ich hatte vorhin von diesen Services gesprochen, also diese Cloud-Services. Einer davon ist auch der neue Login-Flow. Und da geht es dann eben darum, dass sie natürlich versuchen wollen, dass man möglichst auf denselben Server zurückkommt in 3.18, wo man vorher war. Das liegt daran, also das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist die Persistenz natürlich. Also wir haben jetzt so eine Art Zwischenpersistenz, kann man sagen. Oder ja, eigentlich ist das falsche Wort. Ich mach's mal in Kurzform. In der momentanen Lage 3.18, 3.19, also ohne Server-Meshing, wird es so sein, dass sie immer noch die gesamte Spielwelt von Star Citizen kopieren. Also sie machen x-beliebige Kopien davon, das sind also alles virtuelle Welten, virtuelle Server, wo die gesamte Spielwelt drauf ist, komplett. Und jede Spielwelt hat ihre eigene interne Persistenz. Also sagen wir als Beispiel, es gibt zwei Server, Server A und Server B, und ich zerstöre auf Server A irgendein Raumschiff, was da auf dem Boden steht. Jetzt wechsle ich auf Server B, dann ist das dort natürlich nicht drauf, weil diese Persistenz ist ja getrennt voneinander. Ja? Wenn jetzt aber ein anderer Spieler in 5 Wochen auf Server A kommt, der war vorher auf Server B, dann würde er dieses Wrack des Schiffes auf dem Server A finden, weil ich es dort eben vor 5 Wochen kaputt gemacht habe. Solange es keiner wegsalvaged, ne? So, sagen wir mal, Server-Persistenz, die also für den aktuellen Server, für die Server-Instanz streng genommen gilt, die bleibt erstmal bestehen und sie brauchen eben einen Login-Flow, einen neuen, nicht nur für später, dazu komme ich gleich nochmal, aber sie brauchen das eben auch jetzt, damit du halt diese Persistenz auch testen und spüren kannst. Wenn ich dauernd auf einen anderen Server komme, dann habe ich ja nichts von der Persistenz, logischerweise, ne? Und da kommt eben dann der Punkt rein. Ja, der Live-Server und generell die Patches sind schon zum Spaß haben da, aber eben auch so ein kleines bisschen auch zum Testen, denn sie müssen ja irgendwie herausfinden, klappt denn diese Persistenz? Also ist denn für die Spieler das ersichtlich und so weiter, funktioniert das überhaupt, was wir da gebaut haben? Langfristig ist es aber so, wenn dann das Server-Meshing kommt, dann wird die Anzahl der instanzierten Spielwelten verringert. Weil sie dann eben nicht mehr sagen, wir haben einen Server für die Spielwelt und einen zweiten für eine andere Spielwelt, sondern wir haben eine Spielwelt und in der Spielwelt gibt es quasi mehrere Server-Shards. Zum Beispiel haben wir einen Server-Shard für den Planeten Hurston und wir haben einen zweiten Server-Shard für den Planeten Arcorp. Ja? Dort wird es dann so sein, dass die Persistenzen generell gelten. Das heißt, wenn ich auf Hurston bin und ich mache da das Gleiche, ich mache ein Schiff kaputt, ein anderer Spieler ist quasi auf einem anderen Server-Chart, weil der nicht bei mir ist und der ist bei Arcorp. Wenn der jetzt nach Hurston rüberfliegt, dann wechselt er den Server-Chart quasi von dem Arcorp-Chart rüber in den Hurston-Chart. Und dann gilt für ihn die gleiche Persistenz wie für mich in dem Moment, weil wir in derselben Location sind. Für alle anderen Spieler, die außerhalb dieses Hurston-Charts sind, ist diese Persistenz gar nicht von Belang, weil die könnten das Wrack ja sowieso nicht sehen. Das heißt, diese getrennte Persistenz, könnte man sagen, die wir aktuell haben zwischen den Servern, wird sich später automatisch auflösen, dadurch, dass die Anzahl der Welten verringert und am Ende noch eine ist und sie auf das Sharding rübergehen. Und dann ist für dich halt immer nur das relevant, was im Prinzip auf dem Shard passiert. Genauso wie es jetzt eben relevant ist, nur für dich, was auf deinem Server passiert. Ja, das ist also so eine Übergangsphase, die aber total Sinn macht und auch völlig logisch ist, weil sie ja das System dann später umstellen. Das heißt, das, was sie jetzt eben auch basteln, ist letztendlich die Basis für das Sharding, für den Replication Layer und das Server Meshing, was dann im nächsten Jahr kommen soll. Also es macht durchaus alles miteinander Sinn. Das ist jetzt der Weg, ja, das ist der Weg, den sie jetzt aktuell da gehen und der sieht ja doch relativ vielversprechend aus. Insofern würde es mich auch nicht wundern, wenn die 3.18 tatsächlich noch ein bisschen länger brauchen könnte. Das werden wir, wie gesagt, sehen. Ich halte es aber auch für durchaus wahrscheinlich, dass wir die 3.18 noch in diesem Jahr sehen. Also da bin ich, also auf dem Live-Server. Auf dem PTU auf jeden Fall, da habe ich gar keine Sorge drauf, aber Live-Server. Denn, und damit will ich jetzt gleich schließen, wir haben ja noch ein paar Events dieses Jahr. Wir haben ja zum Beispiel die Intergalactic Aerospace Expo, also Anniversary Event im November. Und bisher war es immer so, dass es einen Anniversary-Patch gab. Das heißt, sie hatten irgendeine Alpha 3.x-Version auf dem Live-Server. Die lief dann so bis Mitte November. Und sie hatten parallel dazu eine Alpha 3.x.x-Version auf dem PTU. Das war dann der Anniversary-Patch. Und der kam dann kurz vom Anniversary auf den Live-Server mit Messegelände und allem drum und dran. Und dann ging Anniversary-Event los. Die Frage ist,
wie wollen sie das dieses Jahr eigentlich machen? Gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie könnten es hinkriegen, dass das alles 3.18 drin ist. Das wird aber dann bedeuten, dass die 3.18 ja im November live geht. Ist das realistisch? Naja, wenn sie jetzt diesen Monat PTU öffnen für die 3.18, dann kann man sagen, wir haben den Oktober und wir haben den halben November. Ne? Dann haben wir quasi anderthalb Monate für die PTU-Phase der 3.18. Dann könnten sie theoretisch sagen, wir schmeißen jetzt das, was funktioniert, in einer abgespeckten Version, auf den Live, also 3.18 Live quasi dann Mitte November und bringen quasi das ganze Anniversary-Zeug gleich mit rein, weil das ist ja jetzt keine so riesengroße Sache. Und danach würden sie weiter an 3.18 arbeiten und parallel dazu auf dem PTU und würden das noch fertigstellen. Denn sie haben ja gesagt, sie brauchen vermutlich 2 bis 3 Monate. Das kann aber auch schneller sein, je nachdem wie gut es halt läuft. Das wissen wir halt nicht. Eine andere Version wäre die, wir haben die 3.17.2 live erstmal bis November. Auf dem PTU läuft 3.18 in irgendeiner Testversion. Und dann öffnen sie noch einen zweiten PTU-Server. Da kannst du auswählen im Launcher zwischen Live, PTU 1 und PTU 2. Und der PTU 2 wäre dann eine Alpha 3.17.3. Und das wäre dann der Anniversary-Patch. Und den können sie testen auf dem PTU, Messegelände testen, pipapo. Und dann schmeißen sie den auf den Live-Server. Vorteil dabei wäre, sie müssten nicht so einen zwischen 3.18-Patch irgendwie rausfummeln und dann wieder zurückgehen zum PTU, sondern sie könnten das alles parallel machen. Der Nachteil wäre, wer würde denn ernsthaft die 3.17.3 testen? Ich wüsste nicht wer. Also wenn ich die Wahl habe zwischen 3.17.2 auf dem Live, die funktioniert, und 3.18, die einfach voll mit coolem Zeug ist, dann nehme ich doch 3.18 wahrscheinlich und nicht irgendeine Zwischenversion mit dem Messegelände. Naja, ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass sie dieses Jahr ganz anders machen, dass sie sagen, es gibt gar keinen Anniversary-Patch in dem Sinne, sondern es wird einfach nur gehotfixt. Sie haben ja immerhin angekündigt, dass sie jetzt mit 3.17.2 in der neuen Patch-Basis in der Lage sind, sehr, sehr viele Sachen relativ leicht zu hotfixen und Sachen zu verändern und so weiter. Es kann durchaus sein, dass bereits jetzt im Patch Inhalte vom Anniversary drin sind, ist allerdings noch ein bisschen früh vielleicht. Also der Patch ist ja jetzt auch schon ein paar Monate auf dem PTU insgesamt gewesen, ist die Frage. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, letzte Variante, die 3.18, die läuft einfach so gut, dass sie einfach live geht, Mitte November oder gegen Ende November ist ja Anniversary-Event. Und dann passt das. Dann kommt nochmal eine 3.18.1 mit Bugfixes, mit weiteren Verbesserungen im Dezember. Dann würden sie aber, egal bei welcher Variante, ihr merkt es schon, würden sie keine 3.19 mehr haben in diesem Jahr. Und ich glaube, das ist das, worauf es auch wirklich hinausläuft. Ich glaube, wir werden keine 3.19 mehr sehen. Wir haben jetzt Anfang September. 3.18 ist noch nicht auf dem PTU. Anniversary, ne, steht vor der Tür dann auch bald. Wir haben das Dingsbums, CitizenCon ist noch im Oktober. Sie haben eine Menge Kram zu tun und man weiß halt nicht, wie viel sie vorgeholzt haben. In der 3.19 Release View steht ja noch gar nichts drin. Ne? Und je nachdem, lass es mal wirklich doof laufen. 3.18 macht viel mehr Probleme als gedacht, ist hier durchaus im Rahmen des Möglichen. Dann kann das Ding auch wirklich bis Mitte, Ende Dezember noch ein PTU sein und dann erst live gehen als Weihnachtspatch. Dann haben wir halt auch kein 3.19. Es ist schwierig. Ich glaube, das überlasse ich mal euch, wie ihr es einschätzt. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was da die sinnvollste Variante wäre oder was ihr glaubt, was CRG machen wird. Ich lege mich jetzt mal hier nicht wirklich fest. Ich sag, meine persönliche Meinung ist, sie werden das so machen, dass sie eine 3.17.3 haben werden, die dann als Anniversary-Patch kommt. 3.18 läuft auf dem PTU bis Dezember und geht dann irgendwann im Dezember oder, ja, weiß ich nicht, irgendwann Mitte Dezember oder so auf den Live. Und 3.19 verschiebt sich in den März nächstes Jahr oder in den Februar oder so. Werden wir sehen, also in dieses Frühjahr, sag ich mal 2022, und wird dann einfach noch ein bisschen was erweitern und dann kommt die 4.0. Ne? Das wäre so meine persönliche Prognose. Aber wer weiß, vielleicht ist es auch so, das muss man nochmal dazu sagen, vielleicht ist es auch so, dass sie schon intern sehr, sehr viel weiter sind mit dem Persistent Entity Streaming oder Datenbank und dass es einfach generell so viele Probleme löst, mehr als sie erwarten, dass es viel schneller geht. Ich meine, das kann durchaus sein, sind wir ehrlich. Wir hätten auch niemals gedacht, dass diese ersten kleinen Updates vom Gen 12 Renderer zum Beispiel so viel Performance bringen. Hat CRG selbst nicht geglaubt. Ne? Also manchmal ist es so, dass es einfach richtig gut läuft.
Und dann könnte es tatsächlich sein, dass 3.18 im November kommt, ja, auf den Live-Server, Anfang November. Dann machen sie vielleicht nochmal kurz einen PTU, 3.18.1 mit dem Anniversary-Kram, bringt dann Anniversary, also diese Expo auf den Live-Server auch noch drauf und haben dann die 3.19 im Dezember auf dem PTU für ein paar Wochen. 2, 3, 4 Wochen, ja, wo sie vielleicht ein paar Sachen rausstreichen davon, das kann natürlich sein, dass ein paar, wir wissen ja eh noch nicht, was drauf ist, und dass sie dann 3.19 einfach als Weihnachtspatch releasen, auch das ist durchaus nicht unmöglich, sagen wir es mal so. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht, und ihr bestimmt auch, wie gesagt, schreibt mir eure Sicht dazu gerne mal in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns heute Abend im Livestream auf Twitch um 18 Uhr. Ja, heute, ich weiß, heute ist Montag, aber wir haben heute ein besonderes Event. Ich wurde nämlich eingeladen zu einem RP-Event und ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinschaut. Guckt euch mal an, lasst euch mal drauf ein. Es ist kein Star Citizen, das sage ich euch, aber vielleicht ist es ganz cool. Für mich ist es auch das erste Mal. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet, aber ich stürze mich rein. Ich bin ein Schiffsbrüchiger, was sehr gut zu meinen Landemanövern passt. Also ich denke, wir werden auf jeden Fall jede Menge Spaß haben. Und auch wenn es kein Star Citizen ist, es gibt trotzdem natürlich Stars. Könnt ihr trotzdem sammeln. Und ich freue mich, wenn ihr dann mit dabei seid und mir ein bisschen Rückendeckung gibt beim RP. Also, bis nachher im Stream. Danke fürs Zuschauen und ciao. 65 degrees. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished it would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on your own?